Lass das Licht ja an, Chat. Huckelu! Tag zusammen! Tach, tach! Was geht? Ui. Mal ein bisschen romantische Stimmung, ja, machen wir die Kerzen an. Ja. Vanille, yes, Celebrate. Hi! I'm traveling! Tach, tach! Assalamu alaikum, merhaba! Was geht? Ihr kleinen Katzen. Ibims de Peanuts. Was für ein Kackwetter heute. Ich sage es euch. So ein ekelhaftes Wetter, Mann. Ich habe Kopfschmerzen des Todes, Alter. Aber ich wollte nicht dodgen. Jetzt kriege ich wieder Ärger. Boah, dieser Wetterumschwung fickt echt Kopf. Ja, ja, Kitkusch, ja, ja. Ja, ja, Huckulu. Bei uns in Berlin knallt die Sonne. Hier ist Gewitter, Sonne, Gewitter, Regen, Sonne, Gewitter, Sonne, Regen. Schnee und Wirbelsturm. Alles, Alter. Fickt voll Kopf. Ohne Witz. Was geht ab, ihr wunderschönen Menschen? So. An die Digital Art, vielen lieben Dank für die Wiese beim 14. Monat. Obwohl 14 auch gar nicht bei dir stimmen kann, du bist schon viel länger hier, glaube ich. Oder? Aber Twitch vergisst ja immer Daten. Moin moin, zurück. Ultras, Dankeschön für den Resub im 47. Monat, Stufe 2 sogar. Bald 4 Jahre. Eieieiei. 47 Monate den Scheiß hier reinziehen, Alter. Wie kannst du nur? Absolut irre. Körbsen, dich lese ich nicht vor, du bist böse. Nein, danke für den Prime 7. Mein Dickerchen. Silent Joe, danke schön für den Resub. 7. Chinix, vielen lieben Dank für 5 Gifte Subs. Und Senseless Pain, danke schön für 1 Gifte Sub. Und Theatro Live, danke für den Prime 5. Und Hustler, danke für den Resub 2. Und Tag, Tag zurück. Chappy 719, danke für den Prime 22. Und dann kommt Chinix nochmal mit nochmal 5 Gifte Subs. Dankeschön, Bruder, vielen lieben Dank. Keine Selbstverständlichkeit, Riesensupport. Danke, danke. Brauchst du nicht Weinkörbsen. Ich hab dich doch freigelassen im RP, du bist ja nicht mehr im Keller. Du bist auf einer Insel beim Juri irgendwo. Eigentlich müsste Körbsen der nackte Mann sein auf Juris Insel. Was geht ab bei euch? Mahlzeit! Hallo Bucky und oh, Dana ist auch da. Hallo und Alpino und Dice und Matty. Und Kölsch und No Name, Körbsen und Beaker und Honeycake. Oh mein Gott! Kerzen, Alter. Dankeschön für 10 Gifted, Buddy. Woher das Geld, ja? Hast du wieder Fortnite-Spieler skamast? Hast du wieder Skins verkauft, die es nicht gibt? Du alten Lügner, du. Und Dan McCallum, Mr. Pony, Matty, hatten wir Andy, hallo. Was geht da, Vinci? Ultras, hallo, Fabian Lars. Ne CSGO-Skins gescammt. Ja, ja. Yeah. Jetzt sag ich dem Vater, der war vorhin Teamspeak, Junge. Ich verpetz dich. Und X-Benmi, guten Abend. Party Paolo, guten Abend. Und Divius, Dankeschön für den Prime 6. Monat. Ich weiß von Donnerstag bis heute nicht so viel, aber ich hab nur Schmerzen. War ein guter Birthday. Ja, alles Gute nachträglich. Da fuck, Junge. Zerberster, danke für den Restart im 13. Monat. Und Too Strong Deluxe, hallo. Wer ist noch da? Zeigt euch. Wie geht's Ihnen, der Herr? Ich hab übel Kopfschmerzen, Bruder. Ich hoffe, dass das gleich weggeht. Scheiß Wetterumschwung. Bin aber ohne Mimose, Alter. Hallo, Jonas Schulde. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Was geht, Master King? Und der Jack und Bademeister und alle anderen vergiften meine Sinne und vernebeln mein Gehirn, weil die nämlich TBC zocken werden, WoW. Und die wollen mich süchtig machen und auf ihre Seite ziehen. Und Jamar auch. Alle. Die wollen, dass ich WoW spiele. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin am Zittern. Streamst du als Hauptberuf? Yep. Oh, Rico, vielen lieben Dank für den Gift an Rosalie. Auf geht's, Curtis. Ich darf nicht. Ich darf kein World of Warcraft spielen. Ich sag's euch. Ich darf nicht. Hallo, Karim. Grüße, Bruder. Habibi.
Und das teilst du damit. Und ich darf nicht, ich darf das nicht spielen. Ich darf nicht in die WoW-Permiss, glaub mir. Ihr habt keine Ahnung, was passiert, Alter. Ich darf nicht. Nein, mach's nicht, ich versuche es auch. Ultras, oh mein Gott, ich bin am Zittern, Alter. Big Smokey, danke schön für den Prime Dritten. Kannst du dir ja mal noch kurz anschauen. Aber BC war mal gut, Bruder. Oh mein Gott. Ich weiß, dass viele, die hier zugucken, auch WoW spielen. Oh mein Gott, ich darf nicht. Schakalkönig, danke für den Prime Achten. Hab ich WoW-Pommes gehört rein da? Oh mein Gott, bitte nicht. Das Ding ist, ich bin ganz ehrlich und transparent. Wahrscheinlich 80% der Leute, die hier unterwegs sind, zocken kein WoW. Es gibt ein paar, die hier spielen. Und WoW streamen ist, ne, ich sag mal so, der Channel stirbt eh schon, Alter. Weil 9 Monate RP auf dem gleichen Server, immer mit dem gleichen Quatsch. WoW streamen wäre nochmal eine härtere Kelle in die Fresse. WoW Resident Sleeper. Nicht unbedingt, aber ja, zum Teil schon. Kommt halt drauf an, was der Streamer mit dem Spiel macht, ne? Mach es nicht, sagt der Dirk. WoW ist nicht so fähig, dann bricht ja alles weg. Ja, und das wird es wahrscheinlich dann auch sein. WoW, wenn man es selber spielt, okay, aber zuschauen, nee, danke. Rein zugucken geht, ja, das ist es halt. Ich glaube, der PC-Hype wird nicht lang gehen. Es geht mir ja nicht um den Hype, es geht ja darum, dass ich am Zittern bin, da zu spielen. Und das wird ganz böse nach hinten losgehen. Ich weiß das selber. Oder wir machen 7 Tage Progress Guild auf. Progress in TBC, ne? Genau wie Progress in Classic, Junge. Gold Decapierance in Naxxramas. Mach lieber Rust. Das Ding ist, kein Spiel bietet so viel wie GTA-RP, sag ich mal. Da kommt doch den Rust nicht dran, leider. Dafür gibt es leider keinen wirklichen RP-Server. Es geht aber auch kann. Es geht. Naseweiß, danke für den Prime im 9. Und auch kann, danke schön für den Prime im 8. WoW wird echt hinten nach losgehen. Also, boah, Bruder. Ich meine, wir hatten ja mal versucht, Classic zu spielen. Wie lange habe ich das gestreamt? 2 Tage. Und dann war ich ein Jahr weg. Ich darf nicht. Oder ich sag, ich darf und riskiert einfach und gib einfach und lass es einfach passieren. Wenn es kaputt geht, geht es alles kaputt. Ist dann einfach so. Man sieht dich nicht, aber ich kann die nervösen Zuckungen quasi sehen, wenn du an WoW-TBC denkst. Alleine bis sie erstmal Ruf haben, dass man HC laufen darf, uff Junge, brauchst du gar nicht mehr, Bruder. Du brauchst keinen HC-Gear, um Karazhan zu clearen, glaub mir. Die werden da mit T3 reinrennen und den Scheiß einfach clearen. Das war damals schon nicht schwer, also wird es heute auch nicht schwieriger sein. Classic TBC wird genauso crap wie Classic später für uns, ja, das stimmt, Joel. Was geht ab, Edel? Aber damit kann man umgehen, Dirk. Ich habe bei Prey letztes Mal auch zugeguckt und er freut sich übel auf Arena und so. Und ich sag so, ja, du kannst dich schon mal auf die Booster freuen, die mit dem Flyer durch die Arena fliegen, weil Blizzard eh nichts wegbannt. Weil die das einfach nur eine Cash-Cow für die ist. Die kümmern sich da einen Scheißdreck drum. Tausende, Millionen Bots in Classic, Alter. Zieh dir mal rein, der eine hat von Kel'Thuzad die Waffe gekauft für irgendwie 180.000 Gold, Alter, zu Classic-Zeiten. 180.000 Gold in Classic. Das wird komplett. Es gab Bots in Classic. Oder 198.000 war das sogar. Wie willst du 198.000 Legit erfahren? Niemals im ganzen Leben. Aber ich hätte, um ehrlich zu sein, mal Bock, was Neues zu probieren, Alter. Ich bin da so in einer richtigen Zwickmühle momentan. Ich habe übel Bock auf Peanut, ich habe übel Bock auf Curtis mit den Klamotten. Aber irgendwie sind halt nicht diese 100%, die ich erreichen möchte, dass ich sage für mich, ja. So was RP angeht, ne?
Lass uns eine Mafia machen. Ach, halt die Klappe, Edel. Schaff du erstmal die Whitelist mit deinem Kumpel auf Unity. Oder für deinen Kumpel. Hab jetzt im Prepatch die letzten 3 Monate in Classic 80k gefarmt, aber mit Gold-DKP-Runs, ne? Kannst mir nicht sagen, dass du in Zulfarak oder so farmen warst mit einem Mage. Und da 80k erfarmt hast. Niemals im ganzen Leben, Alter. Ja, jetzt spiel noch Arc. Ja, nix da. Vielleicht neuen Server probieren oder einfach neue Games probieren. Ja, das sag ich ja, Gold-DKP und Mara-Boost. Aber das ist ja im Prinzip auch, eigentlich kannst du das gleichsetzen mit Gold kaufen. Weil die Leute, die sich boosten lassen in Mara von dir als Mage, die haben das Gold auch nicht erfarmt. Die haben das gekauft. Ne, die traden das nur zu dir rüber, damit du die boostet. Und Gold-DKP, das Gold, was da im Umlauf ist, ist auch alles von irgendwelchen Bots erfarmt. Ist leider so. Und die sind in Classic schon in Zollgrub mit einem Flyer rumgeflogen, Alter, und haben da alles weggebombt für Gold und all den ganzen Scheiß. Was meinst du, was in TBC passieren wird, Alter? Da werden die auf jeden Fall mit Flyer-Kisten farmen in den Inis, Alter, und so ein Shit. Oder ganz anderes übles Zeug. Entspann dich mit Kagame Games und Soon New World. Und schön reincashen in den Pay-to-Win-Shop. Aber I don't care, wo ich mein Geld herbekomme, ja. Hast du dir mal New World angeschaut, was im August rauskommt? Hab ich geguckt, weil ich habe bei Monkey News geguckt, das ist so ein WoW-Streamer. Und Ashes of Creation habe ich mir auch angeguckt, und aber das sind alles, so weiß ich nicht. Ich habe von Guild Wars am Anfang auch gesagt, das ist voller Trash-Game. Aber es kommt halt einfach nichts an dieses MMO dran, muss man einfach zugeben. Wollen die jetzt nicht sogar den Level-Boost anbieten? Ja, aber nur auf TBC-Server, nicht auf Classic-Server. New World wird wild, ja, für 2 Tage. Dann kannst du halt wieder in die Ecke treten. Ach, hört mir auf mit MMOs, Alter. Da ist WoW einfach gleich all. Ist so, egal. Ist immer so, wird immer so bleiben. Das wird nix. Hundertprozentig nicht. GTA-RP ist das einzig wahre. Halt's Maul, bitte, Edel. Ich habe ja gesagt, wenn er mit Peanut oder wenn Peanut langweilig wird und könnte sowieso, dann mache ich ja, dann versuche ich so zu den Cops zu kommen, aber das ist die Sache halt auch, ne? Du machst den Zweitcharakter und dann bewirbst du dich da und dann kannst du erstmal 1 Monat warten, bis du dann eine Rückmeldung bekommst. Da musst du Glück haben, dass die dich überhaupt nehmen. Und kein Bock auf Akten schreiben und kein Bock auf Funk, Alter. Boah. Mach, okay, Daynet. Pass auf dich auf. Oh, das Lied ist gut. Ach ja. Peanut wird Medic. Aber Spaß beiseite, hör auf dein Herz. Voll edel, Alter. Aber Edel, ich habe bei Instagram gesehen, die Pizza, die du gemacht hast, die sah echt lecker aus in deinem Pizzaofen-Ding. Das sah echt gut aus. Hallo, Steffen. Naja, mal gucken. Wir werden unseren Weg schon finden. Wenn es sein muss, dann probiere ich neue Sachen aus. Und wenn es nach hinten losgehen sollte, dann ist es halt so. Ne? Ich finde, dass du momentan keine richtige Story hast im EP. Ja, Reekness, du hast recht. Und ich weiß aber auch nicht, was ich da machen soll. Ich bin ganz ehrlich. Keine Ahnung, Alter. Ich kann mir keine Stories aus dem Arm schneiden, so. Was soll ich machen? Ich könnte, die einzige Sache, die mir einfallen würde, ist übelst reinschwitzen und irgendwas versuchen, an irgendwas ranzukommen, so, aber das ist einfach nicht meine Art, wie ich spiele. Naja, die Luft ist nicht raus. Ich habe viel Spaß mit Peanut und so und Pinsel und Twinkie. Dieses Lachen und bla bla bla, aber ja, wie gesagt, ist halt nicht 100% das, was ich für mich sehe. Junkie Pack 2.0 ist, sag man,
Dann kannst du direkt schreiben, Bruder, ich vermisse die alte Growth wieder. Die Zeit wird nie wieder rum. Die Zeit wird nie wiederkommen. Das RP ist vorbei. Du kannst das auch so nicht mehr spielen. Jetzt, wo man so ein bisschen Distanz aufgebaut hat von dem Junkie-Park-Gedöns, ob wir da ein RP hatten oder so, dann sagt man jetzt vielleicht wieder, ja, boah, irgendwie war das doch cool. Nein, war das nicht. Zu dem Zeitpunkt war das nicht cool. Du hattest permanent Stress mit dem Support, Alter. Du hast da, das ist einfach Kopfgeficke. Das ist, hat alles nichts mehr mit RP zu tun. Hallo MDK, Micha, ich hoffe dir auch. Wie wäre es mit einem Pfarrer? Das auch Schmutz auf Kampf, irgendwas machen für eine Story eben. Was soll ich machen? Klar können wir jetzt im RP losgehen und sagen, ja, wir machen hier diese Detektivkacke da mit Twinkie und so. Aber bis wir erstmal dahin gekommen sind, dass wir das angemeldet haben, dass das genehmigt ist, dauert das erstmal eine Zeit und wir haben keine Ahnung, weil wir nicht hell sehen können, ob das überhaupt angenommen wird. Ob irgendwelche Cops überhaupt zu uns kommen und sagen, ja, wir brauchen da eine Info oder irgendwelche anderen Leute. Das ist auch immer abhängig von anderen. Und da scheitert es meistens drin. Dankeschön, Maurice. Ich sag ja, ich habe auch viel Spaß mit Peanut. Aber Peanut ist halt mit Quatsch durchs Leben, sag ich mal. Mit Lenz und Sigi Lenz war schon lustig damals, aber die Zeiten sind vorbei, Bruder. Hallo Lurch. Hallo Lurch. Ist halt einfach nur so. Mit Peanut passieren auch immer so tolle Sachen. Ihr seid kreativ und habt Spaß zusammen. Ich schaue gerne zu. Ich sag ja, ich hab mit dem Charakter Spaß, aber ich brauche ein bisschen. Ich überlege halt, was wir machen könnten. Und mir fällt nichts ein. Also nicht was machen können von wegen hier, wo sollen wir heute hingehen oder so, sondern irgendwas wie mit einem bisschen Story, so ein bisschen was Echtes nebenbei nur aufbauen. Auch mit den Charaktern. Ich finde, Pina hat es auch nicht geschafft für große Stories. Ich glaube doch, dass ich das hinbekommen. Wenn gar nichts mehr geht, spielen wir halt einfach Minecraft. Naja, wenn gar nichts mehr geht, probiere ich andere Sachen aus und wenn es dann einstürzen sollte, hier alles, dann ist das halt so. Dann habe ich jetzt wenigstens versucht. Eigener Fastfood-Laden für Familie Smalls. Bringt auf Unity leider nichts. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich mir reinziehe, dass ein Cody schon seit einem Jahr seinen Laden auf hat und meistens der Laden, ich sag mal, gefüllt ist um 22 Uhr, weil er dann da Items zu holen gibt, die selten sind, die man vielleicht später eventuell verkaufen kann. Und vorher nur so ein bisschen Laufkundschaft da ist. Oder diese Stamm-Cody-Gänger wie wir und so. Lohnt sich nicht. Und standortgebundenes RP ist ja auch immer so eine Sache. Willi spielt doch auch noch auf einem anderen Server. Wieso machst du nicht auch zwischendurch mal? Ich bin halt einfach kein Fan davon, Weakness. Ich möchte einfach nicht auf zwei unterschiedlichen Servern zocken. Ich habe gesagt, ich gehe vielleicht mal den Johnny und so besuchen und da mal Hallo sagen, aber ich weiß nicht, das ist einfach nicht mein Ding. Ich habe gerne ein Zuhause, wo ich mich wohlfühle und wo ich meinen Stuff dann mache. Johnny ist mit Nate und so auf The Boy. Ich habe auch keine Ahnung, wie das RP da drüben ist oder so. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ist halt nicht so mein Ding. Hat auch nichts mit dem Server zu tun. Das habe ich ja vorher schon auf einem anderen Server entschieden. So. Twinkie und Peanuts Fahrschule. Peanut könnte der Personal Trainer werden. Das sind wieder so Konzepte, Torbsen, oder so Ideen, die lesen sich gut und wenn man drüber nachdenkt, ist das auch gut. Aber die Umsetzung dann ins RP, weißt du, ist dann wiederum ein bisschen schwieriger. Was eigentlich aus der Fahrschule auf Unity geworden? Keine Ahnung. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die ausgeschrieben ist oder so. Ich weiß aber nicht, ob die irgendeiner bespielen wird. Ob sich da überhaupt jemand drauf beworben hat und bla bla bla.
Ja, aber da habt ihr schon einen richtigen Riecher. So in die Richtung müsstet eigentlich gehen. Irgendwie so Fahrschule oder das mit Dings. Mit Sozialstunden bei uns, irgendwie sowas. So. Viel Interaktion mit vielen Menschen, um viel Spaß zu haben. Nicht für den Content, sondern allgemein für der P und für den Server. Das ist eigentlich mein Traum, mein großer. Das ist auch der Teil von Curtis mit den Klamotten, der mir da am meisten Spaß macht. So endlich weg von diesem Crime-Ding, ne, was nicht so wirklich funktioniert hat, in meinen Augen. Und hin zu Kommunikation mit anderen Spielern und die freuen sich, weil die irgendwas bekommen, was unique ist. Und ich freue mich so, weil wir EP gemacht haben und bla bla. Schwarzwurstwasser 2.0 richtig reintriggern. Ach. Und Chuck, danke schön für den Reset am sechsten Tag zusammen. Es geht. Oder wir machen ab sofort nur noch Just Chatting Streams, indem ich immer eine Duftkerze anmache und dann mache ich so traurige Musik und wir reden die ganze Zeit über die Vergangenheit und wie toll RP mal war und wie viel Spaß er damals gemacht hat und nehmen dann so Streamtitel wie Kommt die Grow vielleicht zurück? Ein Wiedersehen mit Opa Cringe? Wer war Jeff? Fragezeichen. Und warum riecht's hier so nach Fisch? Und Crack Russ, vielen lieben Dank für 1000 Bits, Bruder. Komm Garagenstream, Curtis. Wäre das Klamottenmodding im Stream eine Option? Nee. NDA, ich darf Sachen nicht zeigen. Einfach in der Badewanne rumrutschen, ich 10k Subs. Bobby! Hallo, wie werde ich Kanalpunkte los, indem du hier bei Wetten mitmachst? Ja, stimmt. Oder wir nehmen von Alpha Centauri einfach den YouTube-Channel und ich wiederhole GTA Live und Alternate und Homestate und dann irgendwann Unity und so. Wir spielen das RP nochmal ganz von neu. Ich gewinne immer, geh nichts gewinnst du. Wieso nimmst du nicht meine FL auf Discord? Weil ich keine Ahnung habe, wenn du im Discord bist und ich die aus Prinzip immer wegklicke, wenn ich nicht weiß, was die Leute von mir wollen. Habibi. Die Hampelmänner haben sich auf dem PvE-Server boosten lassen. Nee, nee, haben die nicht, Dirk. Ich habe die vorhin überredet, dass wenn die überhaupt zocken, dass die auf Gehennas gehen sollen. Weil Gehennas ist internationaler WoW-Server. Und das wird der letzte Server sein, der in diesem Ding sterben wird. Wegen der P-Server-Szene und so. Die switchen wieder. Die einzig waren Dudes sind Wolken. Hallo Frostali. Du bist auch mal wieder hier. Wie komme ich zu der Ehre? Ja, ja, wir werden sehen, Chat. Wir werden sehen. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Also ist jetzt nicht so, dass ich frustriert bin und sage, yo, ich dodge jetzt wieder ein Jahr. Ich habe nur Bock, mehr zu machen, als ich überhaupt mache. Schon schlimm genug, dass ich dodge. In regelmäßigen Abständen, aber dafür bin ich ja bekannt. X, der Tudi, danke schön für den Prime im zweiten. Merci. Wir sind doch Freunde, Da Vinci. Es geht ab Tock am Stock. Ich mach nur Duftkerzen, dann geben wir eine Permis. Heute ist ja der Kampf und so ein Shit. Dann starte deine Racing-Karriere. Boah, würde ich fühlen, ne? Sieht schon fett aus, was Nils da bastelt und Dings hat mir letztens geholfen. Uiuiui, das wäre krass, aber es ist extrem teuer. Nicht überfordern, nö, nö. Racing, das macht bestimmt übel Bock, in so einem Stuhl zu sitzen, Alter, und da Gas zu geben. Dann, ach was, 10k, das ist, boah, Bruder, 10k ist eine Menge Geld, Alter. Go-Kart Bahnhof Unity aufmachen. Ja, einige von euch wissen das ja mit Juri, der streamt ja auch regelmäßig und ich denke mal, dass der das auch kommuniziert da. Momentan wird nichts gemacht von Seiten Juri. Weil soll ich euch mal eine richtig eklige Geschichte erzählen, Chat? Wir haben dann einen sehr begabten jungen Mann namens Herrn Juri,
der sehr viel Zeit dafür aufopfert, in seiner Freizeit MLOs zu bauen für die GTA-Szene, ne? Gebäude wie der PD und so. Und er bietet genau die Sachen auch auf seinem Patreon an. Gegen echt kleines Geld. Wenn man überlegt, der hat so 500, 600, 700 Stunden in das PD gesteckt, was auf Unity ist. Und bietet das dann zum Kauf an über Patreon für, weiß ich nicht, 20 Euro oder so in einem Paket. Und es trotzdem noch in dieser Szene Leute gibt. Und ganz viele von 5M und so. Die einfach hingehen und das Zeug klauen. Ohne dafür mal 20 Euro zu bezahlen. Und die einfach auf seine Arbeit scheißen. Und auch viele RageMP-Server das machen, weil RageMP sich da um nichts kümmert. Das ist halt, ne? Stellt euch einfach mal vor, ihr bastelt Tag und Nacht an irgendwas, Alter, und bietet dann auf eurem Patreon an und da kommt einfach irgend so ein Server, den keine Sau kennt, Alter, und die klauen deine MLO einfach und benutzen das auf ihren Server. So, da hätte keiner mehr Bock, das zu machen, Alter. Das ist halt, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Mir kommt halt Peanut oder Curtis. Peanut, heute ist ja der Boxkampf und so, da sind wir wieder. Hallo, Autopsie. Es geht ab in eine Rust Pommes. Klar ist das ekelhaft, Alter. Deshalb macht Yuri für Rage nichts mehr und so. Deshalb wird halt auch nichts mit einer Kartbahn und so. Außer man baut die halt ohne MLO-Dinger. Kann man das Clown nicht blocken oder so? Anscheinend nicht, ich habe keine Ahnung davon. Aber anscheinend nicht, nein. Stimmt, aber Biggie wird safe nicht wieder hingehen, gibt wieder nur Kopfschmerzen. Ach, Quatsch. Und Toyo, danke schön für den Prime im 8. Monat und Kuss zurück. Quatsch, Quatsch. Alpha, das Ding ist auch, es gibt auch Leute, die sich da so ein Bundle kaufen von MLOs. Und die dann einfach kostenlos ins Internet stellen und weiter verschicken halt, ne? You know what I mean? Aber ich habe nicht so viel Ahnung davon, ob man da irgendwas einbauen kann. Aber anscheinend nicht, sonst würde Dürer ja machen. Ist halt echt ekelhaft mies. Ah, ich glaube, das sind 20 Euro. Das kann ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger. Aber es gibt teilweise MLOs von anderen Leuten, die das herstellen, die verlangen für so ein Gebäude ein paar tausend Euro. Und das wird auch bezahlt in der Szene. Ja, was Hellscream schreibt auch. Und noch ekliger ist, stimmt, das habe ich vergessen. Manche kaufen sich den Stuff oder klauen den Stuff und verticken den dann weiter in ihren Discords, ne? Das kommt auch noch dazu. Und die nehmen höhere Preise als der Hersteller, also der, als Yuri selber. Die würden dann zum Beispiel das PD, was Yuri gebaut hat, für 200 Euro oder so oder 200 Dollar weiterverkaufen. Das kommt auch noch dazu. Und jetzt imagine, du hängst 500, 600 Stunden an einem Dings, Alter, und du freust dich daran, dass Leute daran Spaß haben und stellst dann eine Szene zur Verfügung und da kommt irgendwer an, dass der das einfach für dreimal den Preis von dir verkauft. Und die Leute wissen das nicht. Ja, Hellscream, bei Alt-V ist das so, da hat Yuri auch gute Connections. Es gibt keinen Alt-V-Server, wo geklaute Sachen benutzt werden, weil Alt-V da hinterher ist, ne? Und die Leute dann, und den Leuten dann sagt, jo, entweder benutzt ihr keine geklauten Sachen oder ihr kriegt von uns was auf den Deckel. Aber ist bei Rage halt nicht so. Leider. So, ich starte den Dings-Pommes. Ich glaube, Mila ist heute nicht da, weil die ist auf dem Geburtstag von ihrem Opa. Würde sich sowas mit Alt-V ändern? Ja, klar. Was mit dem Typen passiert, dem ihr einen neuen PC gekauft habt? Keine Ahnung, Bruder. Oh, die haben was. Oh, was ist denn hier los? Kam Update auf Unity? Login-Screen ist anders.
Mr. Pony, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Habe ich keinen Überblick. So, du hältst die Klappe. Wie wird dir Sound?